Ja, wir sind hier im Prisban-Wildnisgebiet. Hier gibt es ein paar Punkte, die wollte ich euch mal zeigen, wie man die entdecken kann. Wir fangen an beim versteckten See. Ist ein Aussichtspunkt. Dann in dieser Brilletin-Schneise gibt es eine Sehenswürdigkeit. Bei der Rotala-Kaskade gibt es einen Aussichtspunkt. Koga-Ruin hat auch einen Aussichtspunkt. Und dann noch hier beim Zinderhang gibt es auch noch einen Aussichtspunkt. Jo. Viel Spaß mit dem Video. Prisban-Wildnis. Wir sind hier beim versteckten See. Wegmarke ist der Rabenbeobachter. Wir laufen mal hier rüber, weil wir wollen zum Aussichtspunkt. Hier ist diese komische Wurzel. Wir müssen jetzt mal hochlaufen. Und dann hier sofort wieder rüber. So, dann hier rechts hoch. Und hier wieder springen. Springen, springen. Nochmal springen und schwupps ist man da. Also sind wir quasi so gelaufen jetzt. Prisban-Wildnis. Wir sind hier bei Brilletin-Schneise. Hier gibt es noch eine Sehenswürdigkeit. Jo, man kann hier starten, Wegmarke Brilletine und läuft dann hier rüber, weil da hinten ist eine Höhle. Ja, und da laufen wir jetzt mal hin. Und da kommt man dann automatisch zu dem Punkt hin. Zack, jetzt hat man schon. War eigentlich schon alles gewesen. Hinterm Wildnis, hier bei dieser Katalakaskade, gibt es einen Aussichtspunkt. Ist eigentlich einfach hinzukommen. Ich bin zum Beispiel jetzt von hier oben hier runter gelaufen und dann hier hingesprungen. Weil, also man kommt hier oben hier runter und dann muss man hier runterspringen. Und dann kommt man halt dahin. Prisban-Wildnis. Bei der Koga-Ruine gibt es einen Aussichtspunkt. Ich bin jetzt mal hier oben hingelaufen. Also stehe jetzt genau neben dem Lagerfeuer. Ja, jetzt muss man eigentlich nur hier so an der Seite hoch. Und das war auch schon alles gewesen. Prisban-Wildnis, jo. Hier bei diesem Zinderhang, Wegmarke Wachsame Quelle, gibt es einen Aussichtspunkt. Ich zeige euch, wie man da hinkommt. Ich starte jetzt mal hier. Also quasi, wo hier dieser kleine Weg hochgeht. Da laufe ich jetzt mal hoch. So, da muss man hier hinten so ins Eck rein. Also hier kann man nämlich hochspringen. So, da kann man hier hinten so rüberlaufen. Hier sind diese Büsche, deswegen sieht man nicht gerade so viel. Genau, und da sieht man hier so, so einen kleinen Durchgang. Da muss man nochmal springen. Und dann lässt man sich jetzt hier runterfallen. Also so bin ich bis jetzt gelaufen. So. Genau. Jetzt muss man hier so hoch. Oder man geht direkt hier von hier aus da hoch. Moment. Oh.
Und dann hier hinten noch hochlaufen. Da ist man auch schon da. Und so sieht es dann aus, wenn man gelaufen ist.